Straße hat schon ihre ungeschriebenen Gesetze. Das sind dann schon so die Momente, wo ich mich dann lange dran erinnere. Auf jeden Fall der Winter und Herbst besser. Straße ist schon was ganz Intimes manchmal. Die meisten letzten Tage war ich bestimmt, jetzt gestern nicht so lange, aber die meisten Tage, jetzt die letzte Woche, war ich bestimmt über 12 Stunden unterwegs am Tag. Also wirklich von morgens 7 Uhr aufgestanden, schnell angezogen, Kaffee, losgefahren. Bis nach Hannover fährt man auch 2 Stunden, zweieinhalb. Und ja, schon anstrengend. Also gestern war ich echt froh, mal erst Abend zu spielen, so ein bisschen Pause morgen zu haben. Und ja, ist halt anstrengend so, ne? Weil jetzt ist die stärkste Zeit, das muss man auch nutzen. Und nach Weihnachten mache ich da ein bisschen mehr Pause.
Ja, das war in Dortmund, wo ich dann ja auf einmal so die Straße runterging und dann an einer Kreuzung stand dann halt so ein schwarzes altes Klavier. Da habe ich mich dann einfach dran gesetzt. Und da wurde ich auch fotografiert in dem Moment und da habe ich dann meine erste, also von dem Foto ist dann meine erste Visitenkarte entstanden, so fürs Klavierspielen. Also ich stand dann auch meine Telefonnummer und so drauf, aber ja, in 0,nix stand mein Telefon danach auch nicht mehr still, weil mich alle möglichen Leute angerufen haben, ob ich hier und da hinkomme. Ja, ist halt, am Anfang habe ich das auch noch ein bisschen gemacht, so Veranstaltungen, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir das nicht so viel Spaß macht, wie wirklich auf der Straße zu spielen. Es kommen leider Wolken, ich muss aber auch anfangen zu spielen. Man hat gute Tage, man hat genauso gut schlechte Tage und das kann schon ein Riesenunterschied sein. Also ich habe auch Tage, wo ich plus minus null rauskomme, dann fahre ich halt ja, mehr oder weniger umsonst in der Stadt, aber hatte vielleicht auch Spaß. Ne? Aber natürlich macht es mehr Spaß, wenn die Leute auch was geben und ja. Ich kann auch kurz erklären, auf der habe ich mehr eigene Songs, ja. Knapp eine halbe Stunde, und auf den beiden mehr Filmmusik und bekannte Sachen. Und die haben 50 Minuten. Jeweils, und, oder? Genau. Die ein bisschen mehr als 50, die ein bisschen weniger, 48,5. Und ja, wenn man zwei nimmt, dann kann man zwei für 20 Euro nehmen. Also ich war 6 Jahre alt, da habe ich dann Unterricht bekommen, weil meine Eltern Klavier gekauft haben für meine Schwester und ja, die hatte dann zuerst Unterricht, und damit sich die Investition auch lohnt, musste ich dann auch spielen. Und die ersten Jahre wollte ich das auch eigentlich gar nicht, also ich glaube die ersten 8 Jahre sogar, da war das immer so Zwang und ja, es war halt sich halt extrem konzentrieren, ne? Und ja, als Kind will man dann lieber rausgehen, Fußball spielen und halt sich mit Freunden treffen. Aber heute bin ich froh, dass ich das kann. Und ja, hat sich dann auch so eine Leidenschaft draus entwickelt.
Also vor der Straßenmusik habe ich studiert noch. Ja, war aber sehr unzufrieden. Also am Anfang war es alles okay, aber irgendwann habe ich schon gemerkt, dass das nicht so mein Ding ist, zu studieren und dann auch die ganzen Jahre, die noch kommen würden im Studium. Und ich war da schon irgendwie so ziemlich an meiner Grenze, was so die Zufriedenheit angeht. Und da habe ich zu der Zeit auch so nebenbei im Altenheim gearbeitet und auch finanziell so ziemlich am Existenzminimum gelebt. Und dann kamen auch ganz viele Zufälle, die aufeinander getroffen sind, dass ich halt so zu der Straßenmusik kam. Das war zum einen diese Klavieraktion in Dortmund, zum anderen habe ich dann meinen Nebenjob verloren und da musste ich dann wirklich gucken, wie komme ich auch an Geld. Und da war dann die Klavieraktion für mich einfach hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können, glaube ich. Ich finde, man gerade bei der Straßenmusik, also ist ja das Schöne, dass wenn es einem nicht gefällt, man weitergehen kann. Und, klar, also finde ich das auch nicht schlimm, wenn die Leute mich fragen, ob ich dieses oder jenes mal einen Musikwunsch zu äußern, ist ja nichts Schlimmes. Aber halt, ich finde es immer schön, wenn man erst wartet, bis man ein Stück fertig gespielt hat und nicht so mitten reinplatzt. Man sitzt da und spielt und die kommen dann so nah ran und man ist gerade am Spielen und dann fragen die, können Sie auch was vom Bach oder Beispiel? Ja, während ich schon was spiele. Und das finde ich, ist manchmal schon ein bisschen unverschämt, weil ich gehe auch nicht zu anderen Straßenmusikern, die gerade mit Gitarre da stehen oder singen. Oder stell dir vor, Madonna steht auf der Bühne und performt gerade, bringt all ihr Gefühl da rein und ich gehe auf die Bühne und frage, kannst du nicht was anderes spielen? Leute, die sich gestört vielleicht fühlen, obwohl ich auch immer den Platz wechsle und das auch verstehen kann, dass es diese Regeln gibt. Ich kenne halt auch andere Klavierspieler, wo ich dann halt von weiß, dass die auch darüber nachdenken, halt auch einen Schirm zu nehmen. Freue ich mich dann halt nicht so drüber, kann aber jeder machen. Für mich ist es halt so mein Markenzeichen. Für mich ist es auch oft, ich kann dann auch meine eigenen Stücke irgendwann nicht mehr hören, weil ich muss mich dann auch motivieren, auch so eine Ausdauer einfach zu entwickeln und dann auch immer wieder neue Sachen zu üben, damit ich auch weiterhin Spaß wirklich auf der Straße habe und auch weiterhin Gefühl reinbringen kann. Viele von Bekannten oder Verwandten, die haben halt immer gesagt, das kannst du nicht ewig machen und so. Aber ich meine, ich sehe andere Verkäufer auf der Straße, die machen das auch noch mit 60 oder sogar mit 70 oder ich sehe da erstmal kein Problem. Ich will das so, wie ich es gerade mache, auf jeden Fall die nächsten Jahre erstmal weitermachen. Man weiß ja nie, wie es sich so entwickelt. Kann auch sein, dass
alles irgendwie anders kommt, aber eigentlich im Moment genieße ich das total, so diese Freiheit, spontan einfach auch zu entscheiden, wo ich arbeite, wie lange ich arbeite und wie ich arbeite. Und ja, ich brauche mir auch von niemandem irgendwie sowas vorschreiben zu lassen. So, dass meine Musik hauptsächlich so traurig ist und melancholisch. Aber ich bin kein trauriger Mensch. Also es ist, ich bin eigentlich sehr glücklich, so im Alltag auch. Und trotzdem gab es eine lange Zeit so von Unzufriedenheit in meinem Leben. Und ja, da ist auch so, glaube ich, die Musik entstanden auch viel. So, und auch mein Geschmack für die Musik. Und ja, ich kann mich auch, glaube ich, heute auch immer noch so da reinfühlen und ja, einfach das so ein bisschen wiedergeben. Und viele können sich auch damit identifizieren. Ich glaube, jeder hat auch mal schlechte Zeiten im Leben. Und solange es mir noch Spaß macht, sehe ich auch keinen Grund, irgendwas anderes zu machen.